Hallihallo und herzlich willkommen zum Tutorial, wie cracke ich WPA 2 oder WPA. Und zwar werden wir das jetzt heute besprechen. Achtung, vorher muss ich ein paar Sachen sagen. Und zwar erstens mal ein Disclaimer. Was ihr hier macht, das macht ihr bitte nur an euren eigenen Routern oder was auch immer. Also nur für euch eure eigenen Sachen oder wenn ihr von anderen Leuten beauftragt wurdet, tatsächlich zum Beispiel nach ihrem Passwort zu suchen. Also zum Beispiel, wenn jetzt, wie es bei mir war, jemand sagt, okay, ich habe die ganze Zeit über LAN meinen Router benutzt, jetzt hätte ich aber gerne WLAN, weil WLAN jetzt geil ist und ich unbedingt WLAN brauche. Aber ich habe keine Ahnung, wo habe ich denn mein Passwort hin? Dann könnt ihr das hier machen. Aber ansonsten bitte nicht. Also, was ihr hier tut, das bitte auf eigene Gefahr, ich übernehme da gar nichts dafür. So, nächstes, wir brauchen ein paar kleine Vorkenntnisse. Und zwar haben wir hier Kali Linux am Laufen, und zwar in einer virtuellen Maschine. Ihr könnt es aber auch direkt bei euch installieren. Ist für viele Sachen besser, wenn man es direkt installiert. Aber man kriegt fast alles auch mit einer virtuellen Maschine hin. So, wie man das macht, findet ihr auf meinem Kanal unter Linux Tutorials. Und ja, da einfach mal gucken, wenn ihr nicht wisst, wie es funktioniert. Oder mich fragen. Genau. So, das nächste, was wir brauchen, ist, also wenn wir es in einer virtuellen Maschine benutzen, dann brauchen wir brauchen immer irgendwas, mit dem man ins WLAN connecten kann, sonst wird das Ganze nichts. Und wenn wir es in einer virtuellen Maschine benutzen, dann brauchen wir eine externe WLAN-Karte, sprich zum Beispiel eine über USB verbundene WLAN-Karte. Da gibt es ein paar schöne USB-Sticks, also WLAN-Sticks. Wahrscheinlich hat jeder von euch einen zu Hause rumfahren, bei mir war es zumindest so. Einfach mal ein bisschen kramen und ihr habt einen. Wenn ihr keinen habt, dann müsst ihr euch leider für dieses Zeug einen kaufen, sonst funktioniert das nicht, weil wenn man sich nicht ins WLAN verbinden kann, dann kann man logischerweise auch kein WLAN hacken. Macht irgendwie Sinn. So, jetzt genug gelabert. Ich hoffe, ihr seid noch dabei und jetzt geht es erstmal richtig los. Und zwar werden wir jetzt anfangen, erstmal den USB-Stick hier rein connecten. Das sehen wir hier, mein Drucker ist angezeigt, meine Maus wird angezeigt und mein Mikrofon wird angezeigt, meine externe Festplatte und hier ist der WLAN-Stick und meine Tastatur wird auch angezeigt. Aber wir brauchen logischerweise nur den WLAN-Stick. Wenn ihr Maus und Tastatur irgendwie verbindet, dann habt ihr für außen, also tatsächlich für euer Hostbetriebssystem, keine Maus und keine Tastatur mehr. Deswegen versucht da einfach tatsächlich nur den USB-Stick zu connecten. Einfach Rechtsklick drauf machen, hier unten auf dieses kleine Teil und dann hier verbinden. Und dann wird irgendwie ein Treiber installiert. Ihr hört ein Disconnect von Windows, falls ihr Windows benutzt. Und ja, dann können wir anfangen. So, wir haben klischeehafterweise hier grüne Schrift genommen. Logischerweise, wie geht es auch anders? Und ja, wir werden mehrere von diesen Terminals brauchen, aber wir wollen zunächst mal mit einem anfangen und schauen uns mal an, ob dieser Stick schön verbunden ist. Das tun wir, indem wir sagen iwconfig oder iwconfig. Und das dauert ein bisschen. Bei mir wurde erkannt, da steht dann ein WLAN 0. Normalerweise heißt das Ding WLAN 0, das ist euer USB-Stick, eure WLAN-Karte sozusagen, mit der ihr das machen könnt. So, WLAN 0 ist also da. Jetzt brauchen wir noch ein bisschen was mehr. Und zwar steht hier Mode Managed. Mode Managed bedeutet so viel wie ja, euer Betriebssystem, sprich Kali oder besser gesagt jedes Linux oder jedes Windows, was auch immer, hört nur auf den Traffic, den ihr tatsächlich wollt. Das heißt, ihr verbindet euch mit WLAN und ja, dann ist halt mal fertig, denn es hört dann einfach nicht mehr auf die ganzen anderen Netze, die es so noch gibt, aber das wollen wir ja gerade. Wir wollen ja gerade auf alle Netze hören. Und deswegen müssen wir zuallererst mal unseren USB-Stick in einen Monitor-Mode versetzen. Das bedeutet so viel wie wir hören jetzt auf alles, was unser USB-Stick empfängt. Und das tun wir, indem wir erstmal sagen, okay, Rmon-NG, kann man auch einfach Tab drücken, dann wird es zwar auto vervollständigt. Dann checken wir erstmal was. Und zwar checken wir jetzt, welche Prozesse stehen dem denn im Weg? Also welche Prozesse versetzen unseren USB eventuell wieder zurück in diesen Managed Mode? Den wollen wir nicht. Und deswegen gucken wir uns hier erstmal die Prozesse an und dann sagen wir, okay, wir können es auch direkt sagen, wir töten diese ganzen Prozesse und dann gibt es keine Probleme mehr. So, jetzt müssen wir kurz warten und dann sagt unser System, okay, ich habe jetzt die hier alle getötet, jetzt ist alles gut. Jetzt kannst du machen, was du willst, und der USB-Stick bleibt tatsächlich im Monitor-Mode. Und deswegen sagen wir jetzt hier, okay, dann hätte ich gerne nicht mehr Check Kill. Mit Pfeiltasten könnt ihr navigieren in der Konsole, wenn ihr es nicht wisst, oder im Terminal. So, und dann sagen wir hier Start, also wieder Rmon-NG Start WLAN 0. Also hier muss der Name rein von eurem System oder von eurem USB-Stick. Der kann auch anders heißen, aber in den meisten Fällen wird der WLAN 0 heißen.
Und dann warten wir wieder und jetzt startet der USB-Stick sozusagen seinen Ultra-Modus, wo er auf alles hört, was so im Netz rumfleucht und kreucht. Also in eurer Umgebung logischerweise, nicht um alles. So, dann kommt diese kleine Benachrichtigung hier. Und wenn wir jetzt iw-config starten oder nachgucken, dann sehen wir hier, WLAN 0 ist verschwunden. Und dafür ist ein WLAN 0 Mon aufgetreten. Und das hat jetzt hier diesen Mode Monitor oder Monitor am Laufen. Und das ist genau das, was wir wollen. So, das war der erste Schritt. Klären wir das mal. Jetzt geht's weiter. Jetzt müssen wir sozusagen erstmal schauen, okay, was haben wir denn für Netzwerke? Was können wir alles empfangen an Netzwerken? Und das machen wir mit einem anderen Tool, das nennt sich auch irgendwas mit R. Die meisten Sachen heißen irgendwie was mit R und dann am Ende NG. Und zwar mit Aerodump minus NG. Und zwar mit unserem WLAN 0 Mon. Achtung, der kann auch bei euch anders heißen. Manchmal heißt er Mon 0, manchmal heißt er, keine Ahnung, wenn ihr mehrere Sachen habt, heißt er WLAN 1 Mon, was weiß ich. Also schauen wir einfach mal, was empfangen wir denn hier. So, und jetzt haben wir hier ein WLAN, ich brich das direkt mal ab, das ist mein WLAN hier, was wir hier gefunden haben. Alles gut, das waren wir, müssen den Autor nicht kontaktieren. Und zwar haben wir hier ein WLAN ohne ELAN, das ist der Name von eurem WLAN. Und hier sehen wir, wie es verschlüsselt ist. Das ist sozusagen das, okay, da wollt ihr rein. Den Namen seht ihr immer, wenn ihr scannt. Und das hier vorne ist die MAC-Adresse von eurem, oder die die MAC-Adresse im Prinzip von eurem Router. Und der Channel, den brauchen wir nachher auch noch. So, also im Prinzip habt ihr jetzt alles, was ihr wollt. Wenn ihr mehrere Netze empfangt, dann steht hier auch mehr. Je nachdem, wie gut euer USB-Stick ist, werdet ihr da wahrscheinlich mehr empfangen oder weniger. Meiner ist eher mies, aber er steht direkt neben dem Router, deswegen kann ich ihn ganz gut empfangen. So, was wir jetzt brauchen, ist vor allem das hier. Das einfach mal in die Zwischenablage kopieren, das werden wir noch öfters brauchen. Und dann sagen wir hier wieder aerodump-ng und dann brauchen wir was anderes, nämlich minus minus BSSID. Und BSSID steht hier oben auch schon, das zeigt uns genau das hier an. So, hier fügen wir jetzt diese BSSID an. Sagen, okay, wir wollen nicht jeden Channel hören, das ist viel zu ineffizient, sondern nur den Channel 1. Das ist hier unter CH das erste. Oder halt von dieser Spalte, von dem WLAN, was ihr wollt, unter Channel. Und deswegen kommt hier eine 1 rein. Wenn es nicht immer mein Numpad deaktivieren würde, wäre ich glücklich. Dankeschön. So, und dann brauchen wir hier minus minus write. Und brauchen hier dann sozusagen den Namen der Datei, wo ihr es drin reinspeichern wollt. Das ist einfach zum Beispiel WPA Handshake oder sowas. Ups, Handshare, genau. Handshake, das ist jetzt nämlich das, was wir haben wollen. Und dann brauchen wir wieder unseren Monitor, nämlich WLAN 0 Mon. So, und jetzt starten wir das Ganze. Und müssen eigentlich lange, lange warten. Was man jetzt hier macht, ist wirklich, man wartet, keine Ahnung wie lange, bis sich dann endlich mal einer mit diesem WLAN neu verbindet und dann ist alles gut. Was jetzt natürlich eine halbe Ewigkeit dauern kann und deswegen gibt es einen kleinen Trick. Man deauthentifiziert einfach alle User von dem Netzwerk, sprich, sie müssen sich neu verbinden. Man sagt einfach, hey, ich bin jetzt das Netz und ich möchte, dass ihr euch neu mit mir verbindet. Und deswegen starten wir das einfach mal. Im Prinzip braucht ihr das aber nicht machen, denn es ist immer so eine Sache, möchte man die User jetzt alle da rausschmeißen oder möchte man sie lieber drin lassen und länger warten. Die meisten Leute warten länger, weil es dann weniger auffällt. Aber da wir das eh nur an unserem Heimnetzwerk machen wollen, wir wissen ja ganz genau, dass wir das nur an unserem Heimnetzwerk machen, deswegen können wir auch einfach alle Leute mal kurz rausschmeißen und dann von denen das Passwort holen, wenn wir es vergessen haben. Okay, also rreplay-ng sagt, minus minus dout, sagt euch an, okay, wir wollen jetzt alle User, die sich gerade verbunden haben, deauthentifizieren mit dem Netzwerk. Und zwar senden wir diesen Befehl, dass sich alle deauthentifizieren 100 Mal. Funktioniert auch mit einem Mal ganz toll. Deswegen machen wir das nur einmal. Sagen wir 5 Mal. 5 Mal ist eine tolle Zahl. Okay, und minus a, da hinten dran kommt jetzt, die Netzwerkadresse wieder, beziehungsweise diese BSSID. Ups, das war schlecht. Starten wir es wieder. Also einfach diese BSSID kopieren und warten. Genau.
So, und jetzt muss hier hinten dran wieder der Monitor, also WLAN 0 Mon. Und wir senden diesen Broadcast-Deauthentifikationsprozess hier. So, und jetzt werden alle, die gerade mit dem Netzwerk verbunden sind, dazu gezwungen, sich neu damit zu verbinden. Da ich jetzt aber der Einzige gerade in meinem Netzwerk bin, müsst ihr mir kurz ein paar Minuten geben, denn ich muss mich hier neu identifizieren, weil ich sowieso das Passwort geändert habe für diesen Prozess hier, weil wir das nachher im Klartext da stehen haben werden. Währenddessen wird das Ding hier weitersuchen nach Handshakes und ich pausiere euch einfach mal. So, ich habe gerade das Passwort bei meinem Tablet eingegeben, also ein anderes Gerät, und habe mich damit verbunden. Und jetzt sehen wir hier oben, hier steht WPA Handshake mit diesem Dingsterbumster, mit dieser Adresse. Und hier unten hat sich auch was verändert, nämlich der Client, der damit verbunden ist. Die werden hier unten aufgelistet, das sehen wir auch. Wenn ihr mehrere Geräte habt, dann sind die da alle aufgelistet. Das heißt, ihr könnt, ohne auch noch diesen Handshake zu haben, könnt ihr sehen, was hier für Clients aufgelistet sind. Und ich scheine ziemlich bösen Packet Loss zu haben. Aber ja, sagen wir da mal nichts dazu. Das hier ist immer noch die BSS-ID und das ist die ID von dem Gerät, die sich damit verbunden hat. Wenn ihr das hier habt, diesen WPA Handshake, dann seid ihr sozusagen schon fast fertig. Jetzt könnt ihr in Offline-Modus gehen und könnt alles ohne Internet herstellen und auch cracken oder was weiß ich was. Denn jetzt geht es nur noch darum, das Passwort herauszufinden. Und zwar haben wir jetzt in diese Datei, ich zeige es euch gerade mal kurz, das war von unserem ersten fehlgeschlagenen Versuch hier, in der WPA Handshake 02 Datei haben wir jetzt ein Handshake, also sozusagen die Verbindung von meinem Tablet zu dem Router gespeichert und abgefangen, ohne dass wir irgendwas damit zu tun hatten. Also wir haben einfach bloß diese Verbindung abgefangen. Und bei der Verbindung muss logischerweise irgendwie das Passwort übertragen worden sein. Und das steht jetzt genau in dieser CAP-Datei drin. Da steht sozusagen das Passwort drin, allerdings nicht im Klartext. Das heißt, wir müssen jetzt das Passwort rausfinden. Und da kann man leider nicht viel mehr machen, außer das Passwort wirklich brute force rauszuknacken, also einfach alles auszuprobieren und ja, das war's dann auch schon. Sprich, wir brauchen jetzt erstmal Passwörter, die wir ausprobieren wollen. Und Passwörter, die wir ausprobieren wollen, kriegen wir mit Crunch. Jetzt können wir einfach mal eingeben, Crunch. Wie man es benutzt, steht hier unten. Das heißt, man benutzt Crunch. Und dann sagt man, wie viele Zeichen hat das ganze Passwort mindestens und wie viele Zeichen hat das Passwort maximal. Das bedeutet, ich weiß, zum Beispiel der Router hat bei Standardauslieferung und ich habe das Passwort nie geändert, hat er genau 8 Zeichen. Und das bedeutet, ich habe ein Minimum von 8 und ein Maximum von 8. So, und jetzt weiß ich noch, okay, der Router hat nur Großbuchstaben verwendet. Naja, gut, Großbuchstaben sind immer noch 26 Stück, das ist immer noch ziemlich ineffizient. Deswegen möchte ich mal nur A, B, C, D, E, F, G und ich glaube, ich habe auch noch ein H benutzt. Also A, B, C, D, E, F, G und H. So, mehr möchte ich nicht benutzen für meine Passwörter, denn wenn es mehr hat, dann ist es zu ineffizient. Ich möchte es euch ja auch noch heute fertigstellen können, das Video. Und dann sage ich hier noch minus O. Also das sind quasi die Zeichen, das hier sind die Zeichen, die wir benutzen dürfen. Da kann jetzt auch noch 1, 2, 3 rein und so weiter. Da können Sonderzeichen rein, da können Zahlen rein, da kann alles rein. Und Kleinbuchstaben sind was anderes wie Großbuchstaben, nur zum Sagen. Zu Crunch mache ich wahrscheinlich nochmal ein extra Video. Das ist ein bisschen komplizierter. Wobei eigentlich ist es nicht kompliziert. Und jetzt müssen wir das noch irgendwo speichern, diese Wörterliste. Und schauen uns mal an, okay, lass uns doch in eine Wordlist speichern, wordlist.lst. So, das heißt, wir speichern jetzt alle möglichen Passwörter, die man aus A, B, C, D, E, F, G und H erstellen kann, also wirklich alle möglichen, angefangen von 8 mal A hintereinander, also mit einer Mindestlänge von 8 und einer Maximallänge von 8, angefangen von 8 mal A bis aufhören tun wir mit 8 mal H hintereinander. Und wir probieren einfach alles durch und speichern das mal in diese Datei. So, jetzt sehen wir hier Folgendes. Das ist das Tolle. Es werden 16 Millionen Passwörter generiert. Wow. Und zwar mit 144 Megabyte Speicherplatzverbrauch. So, jetzt könnt ihr euch vielleicht denken, wenn jetzt hier alle Buchstaben von A bis Z drin stehen und wir alle Passwörter von 8 Zeichen bis 20 Zeichen haben und dann vielleicht noch die Zahlen 1 bis, ein bisschen Mathe kommt noch am Schluss, das zeige ich euch dann. Aber wir können jetzt, wie gesagt, alles offline machen. Das hier können wir eigentlich auch beenden. Brauchen wir nicht mehr. Mit STRG-C kommt ihr übrigens wieder raus. Das habe ich euch noch vergessen zu sagen.
Also damit bricht man Befehle ab. So, also warten, bis hier unten Crunch fertig ist, bis hier steht 100% completed generating output. Und dann fangen wir an. Wir wollen das ganze Passwort jetzt rausfinden, indem wir das einfach durchprobieren. Und zwar alle Passwörter, die in dieser Crunch-Datei drin sind. Und mit dieser Crunch-Datei brauchen wir noch ein Tool, das uns das Ganze ausprobiert, nämlich rgregng. Das hat ja, wieder mal dieses R am Anfang und ng am Ende. Dann kommt hier der Handshake rein, mit dem wir das Ganze ausprobieren. Ich habe das Ganze WPA-Handshake genannt. Punkt 02.cap ist es, glaube ich, gewesen. Ja. Punkt 02.cap, okay. Und jetzt kommt hier die Wortliste rein, minus W. Und wie habe ich es genannt? Ich habe es Wordlist genannt. Wordlist.lst. So, und jetzt fangen wir an, das Ganze auszuprobieren. Und sehen hier, okay, wir haben erfolgreich was und wir testen 3000 verschiedene Passwörter in der Sekunde. Das müsst ihr euch mal geben. Hier sehen wir gerade, wo wir sind. Also wir haben angefangen mit 8x A hintereinander. Jetzt sind wir bei AAB und das Ganze dauert schon ein bisschen, weil es gibt, wie gesagt, haufenweise Möglichkeiten. Während das Ganze hier jetzt läuft, wollen wir ja einfach mal keine Zeit verschwenden, weil das irgendwie cool aussieht. Das sieht aus wie eine Matrix. So, jetzt habe ich euch doch kurz pausieren müssen und zwar, weil ich noch was anderes machen wollte. Wir werden hier jetzt einfach mal im Browser nachrechnen, was wir... Ups, wir haben das Passwort schon gefunden. Okay, ja, wir wollen kurz nachrechnen, wie lange es denn braucht. Und zwar tun wir das, indem wir auf Wolfram Alpha gehen, weil der Standardrechner kann keine Potenzen, jedenfalls nicht so cool. Es gibt 26 Buchstaben, ja? Also 26 große Buchstaben. Es gibt 26 kleine Buchstaben und es gibt 10 Zahlen. So, das reicht mal. Kleinbuchstaben, Großbuchstaben und Zahlen. Und das Ganze hoch 8, weil wir 8 verschiedene, ja, 8 verschiedene Zeichen haben und jedes Mal dieses Zeichen wieder benutzen können. Das heißt, das hier ist allein die Anzahl an Passwörtern, die wir aus 8 Zeichen, Groß-, Kleinbuchstaben und Zahlen hinkriegen. Und das sind saumäßig viele. Jetzt teilen wir das Ganze noch durch die 3000, die wir pro Sekunde knacken können. Sagen mal 60, weil wir es in Minuten möchten, mal 60, dann haben wir es in Stunden und mal 24, dann haben wir es in Tagen. Das heißt, ich rechne euch jetzt gerade aus, wie viele Tage wir brauchen, um ein normales Passwort rauszukriegen, das aus Kleinbuchstaben, Großbuchstaben und Zahlen besteht. So, und da wären wir bei, ja gut, also 842.000 Tage, um ein normales Passwort auszurechnen. Das ist natürlich unzumutbar, aber wenn ihr wisst, dass es zum Beispiel aus nur A bis H besteht, dann findet man relativ schnell, und zwar in einer Minute 40, ein wunderbares Passwort. Das ist gerade das Passwort zu meinem WLAN, das ich natürlich gleich wieder ändern werde, sogar den Namen vom WLAN habe ich geändert. Und ja, so funktioniert das Ganze. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr werdet es nicht böse verwenden, wie ihr tut. Ich bin nicht dran schuld. Aber ihr dürft euch auf jeden Fall noch auf mehr freuen, und zwar werden wir da noch ein paar effizientere Sachen finden, die allerdings unter gewissen Voraussetzungen nur funktionieren. Und ja, das war's erstmal und ich wünsche euch alles Gute. Bis dann. Ciao, ciao.